Good morning, everybody. Guten Morgen, ihr Lieben. It's a pleasure to see all your beautiful faces in the service this morning. Es ist wunderschön, eure wunderschönen Gesichter heute Morgen im Gottesdienst zu sehen. You are welcome in the name of the Lord. Ihr seid alle im Namen des Herrn willkommen. And those people that are joining us for the very first time. Und die, die zum ersten Mal mit dabei sind. We welcome you also in the name of the Lord. Wir heißen euch willkommen im Namen des Herrn. It is a pleasure for us to see you here. Es ist eine Freude für uns, euch hier zu sehen. And we pray we will see you next time again. Wir beten, dass wir euch nächstes Mal wiedersehen werden. And those people that are joining us on air. Und die Leute, die uns am Internet zuschauen. We thank you very much for tuning in. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. And God will bless you as you listen to the word of God. Und Gott wird uns segnen, während wir dem Wort Gottes zuhören. This morning we'll be looking to the Gospel of John, chapter 6, verse 67. Wir schauen jetzt mal ins Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 67. It is a very short question. Es ist eine sehr kurze Frage. But with a great commitment. Aber mit einer großen Hingabe. Our brothers will be reading the Bible passages in Deutsch because of our time. Also ich werde jetzt nur auf Deutsch lesen, wegen der Zeit. Johannes 6, Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr etwa auch weggehen? That is the question I'm bringing to the church this morning. Diese Frage bringe ich der Gemeinde heute Morgen. Will you also go away? Wollt ihr auch weggehen? People followed Christ with different reasons. Also die Menschen folgen ja Jesus nach aus unterschiedlichen Gründen. Some followed him to be a partaker of the loaves of bread and the piece of fish. Ja, einige sind ihm nachgefolgt, weil sie die Brote und die Fische, die er vermehrt hat, einfach nur essen wollten. Why others follows him to listen to the word of God? Aber andere sind ihm auch nachgefolgt, weil sie das Wort Gottes hören wollten. But I want to believe that we are here this morning knows the reason why we are here. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Because we have decided to follow Christ. Weil wir uns entschieden haben, Jesus zu folgen. As we see before our test. Wenn wir unseren Text jetzt anschauen. When we look back before the test where we read. Wenn wir jetzt mal die Stellen davor anschauen, was wir gerade gelesen haben. Jesus Christ told the disciples and the multitude that followed him. Jesus hat den Jüngern und den Mengen gesagt, die ihm nachfolgten. He was preaching the word of God to them. Er hat das Wort Gottes ihnen gepredigt. And he told them, except they eat his flesh and drink his blood. Und davor hat er gesagt, es sei denn, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt. They are not part of him. Dann könnt ihr nicht Teil von mir sein. And the words sound so strange to them. Und die Worte, die hören sich vielleicht für sie so fremdartig an. They were annoyed. Die waren verärgert. They said, how could this man ask us or demand us to eat his flesh and drink his blood? Wie könnte dieser Mann von uns verlangen, dass wir sein Blut trinken, sein Fleisch essen? Was soll das für einen Sinn ergeben? But Christ was preaching from a parable. Aber Jesus hat ein Gleichnis gepredigt. Because Christ is always looking at the situation of the people. Denn Christus schaut immer Jesus hat immer die Situation des Volkes, der Menschen angeschaut. And he bring the message to them. Und er bringt dementsprechend die Botschaft zu ihnen. Because before then he just fed 5000 people. Genau davor hat er diese 5000 Menschen gespeist. 5000 people. 5000 Menschen hat er gespeist vorher. He has filled them with bread. Er hat sie mit Brot gefüttert sozusagen. And Christ noticed on the next day they continued to follow him. Und Jesus hat gesehen, ja, am nächsten Tag sind sie ihm alle nachgefolgt. And he perceived within himself. Und er hat selber empfangen. That the crowd is not following him because of the word of God. Die Menschenmenge ist ihm jetzt nicht nachgefolgt wegen dem Wort Gottes. But they are after the bread. Sondern sie sind wegen dem natürlichen Brot ihm nachgefolgt. It could be there is hunger in town at that time. Es war vielleicht eine hungrige Zeit dort. And it is an open party. Pardon? Open party. It is an open party. Ja, es war eine öffentliche Party.
where people can just come and eat. Wo die Menschen einfach kommen konnten und essen konnten. The invitation is not restricted. Die Einladung zum Essen ist nicht an irgendwas gebunden. Everybody passed by, join us and jeder, der vorbeikam, konnte vielleicht Brot und Fisch essen. And the Bible recorded every one of them was filled and 12 baskets was left over. Die Bibel sagt uns, da jeder wurde der Hunger gestillt und es wurden sogar 12 Körbe noch, die übrig geblieben sind. And when Christ noticed their intention, und als Christus ihr Verlangen nach dem natürlichen Brot wahrgenommen hatte, he tried to turn their mind from the physical bread to spiritual bread. Er hat versucht, sie durch dieses Gleichnis dann vom natürlichen Brot auf das geistliche Brot zu führen. And that is why he tell them, you must eat my flesh and drink und deswegen my blood. Sagt er ihnen, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. That is the way we have to partake with Christ. So können wir teilhaben an Christi. When we look at the Bible before us, wenn wir die, das Gleichnis anschauen jetzt, in the book of John the Baptist, wenn wir das Gleichnis von Johannes dem Täufer anschauen, we also in chapter 4, we might not read. Ja, Johannes 4, Vers, wir lesen es jetzt nicht. It talks also about the woman of the Samaritan. Die Frau am Brunnen in Samarien. And Jesus met her, said, "Give me to drink." Und sie, Jesus trifft sie am Brunnen und sagt, gib mir bitte zu trinken. And she said, "No, we don't have something in common." Oh, er sagte, ihr Juden, was habt ihr mit uns Samaritern gemeinsam? And Christ said, "If you give me, or if you know who is asking for you to drink." Wenn du wüsstest, wer dich nach Wasser fragt, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. That is the standard word the woman when Christ saw the woman is doing at that. So ist er auch in dieser Art auf diese Frau eingegangen, genau das, was sie angesprochen hatte. So is also our generation today. So ist es auch in unserer Generation heute. God is calling us to salvation. Gott ruft uns zum Heil. God is calling us to salvation. Er ruft uns zum Heil. There is something more important than food, the natural food. Vielleicht ist das für manche das natürliche Essen wichtiger. But God is giving us the food that will take us to eternity. Aber Gott gibt uns diese Speise, die uns in die Ewigkeit bringt. He also compare the food he's giving them, the spiritual food and the manna they did eat in the wilderness. Er hat auch dieses geistliche Essen, die geistliche Speise, die Jesus gibt, hat er auch mit dem Manna in der Wüste fürs Volk Israel verglichen. He said unto them, your ancestors. Er sagte zu ihnen, eure Vorfahren. They eat mannas from the wilderness. Sie haben in der Wüste das Manna gegessen. And still they died. Und immer noch sind sie gestorben. But if you eat my flesh, aber wenn ihr mein Fleisch esst, if you drink my blood, wenn ihr mein Blut trinkt, that will lead you to eternal life. Das wird euch ins ewige Leben führen. What does it mean to eat the flesh and drink of his blood? Was bedeutet es jetzt, Jesu Blut zu trinken und sein Fleisch zu essen? You might be hearing this for the very first time. Vielleicht like hört ihr das zum ersten Mal, diese Worte. It means giving your life to Christ. Es totally. Bedeutet, dass du total dein Leben Jesus gibst. Confessing of your sin. Deine Sünden bekennst. Forsake them and believe in the Lord Jesus Christ. Vergiss deine Sünden und glaube an den Herrn Jesus Christus. By so doing, you are in partaker with him. Wenn du so tust, dann bist du ein Teilhaber seiner. According to the book of Acts chapter 4. Wenn du Apostelgeschichte 4 Vers 12 liest. With our brother, we read for us. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. It's only through the name of the Lord we can be saved. Es ist nur durch den Namen des Herrn, dass wir Errettung bekommen. There is no other name given under heaven where we can be saved. Es gibt keinen anderen Namen, der gegeben ist unter den Himmeln, unter dem wir errettet werden können. And I pray as many of us here this morning. And I pray that as many of us here this morning. Ich bete, dass so viele hier sind heute Morgen. That have not received this name. Die diesen Namen noch nicht empfangen haben. That have not gotten an encounter with this name. Die diesen Namen noch nicht begegnet sind. That after this message we will take a decision. Dass wir nach dieser Botschaft eine Entscheidung nehmen werden. The decision that will take us to heaven. Und das ist die Entscheidung, die uns in den Himmel nehmen wird. You see in our church today. Ihr seht in unserer Gemeinde heute. Many have left the church because of many reasons. Viele haben die Gemeinden, die Kirchen verlassen wegen vielen Gründen.
This message, I have it from the mind. I have this message in mind since last year. Seit letztes Jahr habe ich diese Botschaft schon im Sinn. I was talking with the man of God. Ich habe mit dem Mann Gottes geredet. And he said a lot of Christians today behave as if they don't even remember the Lord's Prayer. Viele Christen heutzutage, die benehmen sich so, als ob sie nicht mal das Vaterunser erinnern können. Any small thing, they spring out. Wegen der kleinsten Kleinigkeit verlassen sie die Gemeinde. They pick offense. Sie nehmen Anstoß daran an der kleinsten Kleinigkeit. They are angry. Sie sind zornig. But the Bible demands forgiveness from us. Aber die Bibel verlangt Vergebung von uns. A lot of people say they leave the church because of selfish interests. Viele verlassen die Gemeinden wegen eigennützigen Interessen. They said, "Oh, the church is only for the old people." Oh, die Gemeinde ist nur für alte Leute. They said there is no young ones here. Oh, es gibt keine Jungen. They said there is no marriages here. Oh, es gibt keine Hochzeiten. They give a lot of reasons. Sie geben viele Gründe. Some will say there is no children. Es gibt keine Kinder. My children have no one to play with. Meine Kinder können haben niemanden, These mit dem sie spielen können. These are reasons upon reasons. Das sind Gründe nach Gründen. But it's selfish ways. Aber das sind eigennützige Wege. The Bible said there is a way. Die Bibel sagt, es ist ein Weg. The way that leadeth right or that seems right to a man. Die Bibel sagt, es gibt einen Weg, der für den Mensch richtig wirkt. But the end thereof. Aber das Ende dieses Weges is a way of destruction. Ist ein Weg des Todes. Sprüche 14, Vers 12. Yeah, we'll come that later. Sorry. It's no problem. But the way thereof is a way of destruction. Aber dieser Weg, der ist ein Weg der Zerstörung. People leave the church because of unforgiveness. Die Menschen verlassen die Gemeinde wegen Unvergebenheit. When your brother offend you, wenn dein Bruder dir einen Anstoß erregt, the Bible expects that we forgive. Die Bibel verlangt dann von uns, dass wir vergeben. When we read in the book of chapter Matthew, verse 5, wenn wir Matthäus 5 lesen, in the 44, maybe your brother can read for us. Ich lese mal Matthäus 5 ab Vers 44. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Bis 48 lese ich mal. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Bibel sagt, wenn du nur die liebst, die dich lieben, what makes you different? Was ist der Unterschied zu den Nichtchristen? You don't have different. There is no mark of Christ in you. Da bist du nicht von Christus markiert. Christ expects us in any situation. Christus erwartet von uns in jeder Situation, that we will forgive one another and continue in love. Dass wir fortwährend einander vergeben und in Liebe wandeln. In many cases he has forgiven us ourselves. In vielen Fällen hat Christus uns selbst vergeben. Forgiveness is very important in the life of a Christian for us to move forward. Vergebung ist ein sehr wichtiger Punkt im Leben eines Christen, um vorwärts zu gehen. And in most cases, und in den meisten Fällen, most people that feel they are offended, it could be an act of misunderstanding. In den meisten Fällen, die Menschen, die einen Anstoß nehmen, da könnte ein Missverständnis zugrunde liegen. We don't need to strive with one another. Wir müssen miteinander nicht kämpfen und streiten. The Bible expects us to forgive and not to run away from church. Die Bibel erwartet von uns, dass wir vergeben und nicht voneinander weglaufen. We are bound to offend one another. We are human. Wir sind Menschen. Wir können untereinander einen Anstoß erregen. It can happen. Es kann mal passieren. But grace to come back and go to meet your brother and ask, please forgive me, I'm sorry. Aber Gnade, um zurück zu deinem Bruder zu kommen und sag, Bruder, bitte vergib mir, es tut mir leid. It's very important. Es ist sehr wichtig, dass wir vorangehen können in unserem
geistlichen Leben. And if someone offend you also, und wenn auch jemand dir einen Anstoß erregt, don't keep grudges. Dann behalt es nicht für dich. Also don't keep it in your mind. Behalt es nicht in deinem Sinn. Bible says you shouldn't allow the sun to go down before you forgive your brother. Die Bibel sagt, du sollst die Sonne nicht untergehen lassen, bevor du deinem Bruder vergibst. Go to him and tell him, brother, what you said, I am not happy about it. Geh direkt, sprich ihn an, sag, Bruder, was du mir gesagt hast, da bin ich nicht so glücklich damit. Sort it out with him and everything will work out good. Besprich's mit ihm, sprech's aus, sprech es aus und alles wird sich zum Guten entwickeln. Peter was like being funny and was like asking Christ. Petrus hatte Christus gefragt. In Matthew chapter 18. Matthäus 18. He said, God, how often would my brother forgive sin against me before I could forgive him? Matthäus 18, ja, Jesus, jetzt sag mal, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? That was terrible. Das war eine schreckliche Frage eigentlich. And Christ said 70 times 7. Und Jesus sagte, 7 mal 70 Mal musst in du one day. An einem Tag. 490 times. 490 Mal am Tag. Which of us can boldly say our brother has offended us all that long? Wer von uns kann kühn sagen, ja, dieser Bruder hat mich öfter einen Anstoß erregt an einem Tag? This is the rate that Christ was expecting for us to forgive. Forgiving only end. Das ist die Zahl, die Christus von uns erwartet zu vergeben, vergeben ohne Ende. So shall it be in our life in Jesus' name. So soll es in unserem Leben sein in Jesu Namen. We see also the book of Matthew chapter 6 verse 12. Matthäus 6, Vers 12. Which is the Lord's Prayer. Das ist das Vater Unser. I think our brother could just read the 12 for us. Ich lese mal Matthäus 6, 12. Okay. Yeah. Ich schlage es kurz auf. Matthäus 6, Vers 12. Oh, I take it. How much? Only 12. Ich lese Matthäus 6, Vers 12. Vater Unser. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. We see the Lord's Prayer. Wir sehen das Vater Unser. For us to be forgiven, so dass wir vergeben, we need to forgive another. Dass uns vergeben wird, müssen wir einander vergeben. If we fail to forgive our brother, wenn wir nicht schaffen, unseren Brüdern zu vergeben, how then will we have the mind that Christ will forgive us? Wie können wir dann den Sinn haben, dass Christus uns vergibt? I am pleading on behalf of the church for every member here this morning. So ich flehe mit euch für alle Mitglieder der Gemeinde. Take it upon your heart. Nimm's dir zu Herzen. To forgive one another. Dass ihr einander vergebt. We go into the next step, selfishness. Der nächste Schritt, Eigennützigkeit. We see people live because what they want. They want to go their way. Also wir sehen, dass Menschen verlassen, wegen was? Weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen. They want to have it on their way. Sie möchten es auf ihre Art und Weise haben. Wenn du die Menschenmassen anschaust, warum die meisten verlassen in haben, our text, in unserem Text jetzt, Johannes 6, Christ was bringing to them the message that does not suit their opinion. So Christus hat ihnen jetzt mal eine Botschaft gebracht, die ist ihnen vielleicht nicht nach der Meinung gegangen. He brought repentance unto them. Er hat eine Botschaft der Bekehrung gebracht. Genau, Entschuldigung. He brought forgiveness to them. Er hat Vergebung zu ihnen gebracht. And these things are not what they are prepared for. Und darauf, auf diese Botschaft, waren sie gar nicht vorbereitet. They look at it as a big sacrifice for them. Sie hatten es als ein zu großes Opfer für sich angesehen. They want to have it in their way. Sie möchten es auf ihre Art und Weise haben. We want to go to a church where the music is loud and we can dance. Sie möchten in eine Gemeinde gehen, wo die Musik lauter ist und wo sie tanzen können. They want to go to a place where even the Lord, the Bible is not being preached. Sie möchten an einen Ort gehen, wo sogar die Bibel nicht gepredigt wird. All what just want they need is to suit according to their lifestyle. Sie möchten einfach nach ihrem Lifestyle die Gottesdienste haben. In the book of Genesis we see the Lord's hand of Abraham. Im 1. Mose sehen wir Genesis 13. 1. Mose 13, das die Geschichte mit Abraham und Lot. Abraham and Lot have strife. Ja, die Hirten von Abraham und Lot hatten Streit. And Abraham said, "Oh brother, we don't need to do this." Und Abraham sagte, sei es nicht, dass unsere Hirten sich streiten. The word is enough to contain both of us.
Wir sollten einander auskommen. And he said, choose you where you like to go. Ja, Lot, such du dir doch dieses Weideland aus, wo du hingehen willst, und ich gehe doch in die andere Richtung. If you take right, I will take left. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. If you take left, I will take right. Wenn du links gehen willst, gehe ich rechts. And the Bible said, Lot. Und die Bibel sagte Lot. He looks towards Jordan. Und Lot hat ins Jordantal geblickt. And it was green. It was a land full watered. Es war ein gewässertes Land, das Jordantal. Through a selfish mind. Aus einem eigensüchtigen Sinn heraus. He chose to go towards that direction. Ist er in diese Richtung gegangen? I was towards Sodom and Gomorrah. Das war direkt nach Sodom und Gomorrah. After a short time. Nach einer kurzen Zeit. After a short period of time. Nach einer kurzen Zeit. The anger of the Lord was towards that direction. War der Zorn Gottes gemäß dieser Richtung. God destroyed everything. Gott hat alles zerstört. Lot almost lost everything, including his wife. Lot hat fast alles verloren, eingeschlossen seine Frau. The way that seemed right to a man. Der Weg, der richtig scheint für einen Menschen. The end thereof could be destruction. Das Ende kann der Tod sein. We see Judges chapter 18. Wir sehen Richter Kapitel 8, Vers 10. We saw Samson and Delilah. Wir sehen Simson und Delilah. What are you seeing, my brothers? Was seht ihr, Geschwister? Where are you going to? Wo geht ihr hin? The church is there for you. Die Gemeinde ist hier für euch. The messages are there to encourage you. Die Botschaften sind hier, um euch zu ermutigen. And people say they saw something outside. Und die Menschen sagen, oh, sie sahen was draußen. They have not inquired from God. Sie haben nicht von Gott abgeholt. They have not asked from God. Sie haben nicht von Gott gefragt. Is it your will for me to go there? Ist es für dich, ist es dein Wille für mich, dorthin zu gehen? All they could see is the beautiful woman outside there. Oh, sie sehen die schönen Frauen da draußen. All they could see, my children could play with other children there. Oh, meine Kinder könnten mit anderen Kindern spielen. Bible say, what shall it profit the whole world to lose your soul? What shall it profit you to lose your soul and gain the whole world? Die Bibel sagt, was für Nutzen hast du, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? You might get the wife and get the husband, you lose your life. Du magst den Ehemann, die Ehefrau bekommen, aber du magst dein Leben verlieren. Samson get Delilah and lose his life. Samson hat Delilah bekommen, aber er hat sein Leben verloren. We have to be careful with the decisions we take. Wir müssen vorsichtig, sorgsam sein mit den Entscheidungen, die wir treffen. We have to seek the face of God. Wir müssen das Angesicht Gottes suchen. We have to pray. Wir müssen beten. We have to pray. Wir müssen beten. We have to believe. Wir müssen glauben. We shouldn't be in a haste to take decisions. Wir sollten nicht eilig Entscheidungen treffen. And I pray as we do so, the Lord will bless us in Jesus' name. Und unsere Gebete, as we do so, und während wir so tun, möge der Herr uns segnen in Jesu Namen. Amen. Amen. We see also steadfastness. Wir sehen Beständigkeit. We have to remain steadfastness. Wir müssen beständig sein. We see in the book of Romans chapter 8. Wir sehen mal in Römer 8. Vers 35. Römer 8, Vers 35. Our brother would read. Ich lese euch. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? The Bible said that this was Apostle of Paul. Hier schreibt Paulus. It's the word shall separate us from the love of God. Was soll uns trennen von der Liebe Gottes? Will friendship separate you from the love of God? Wird euch Freundschaft von der Liebe Gottes trennen? Will marriage separate you from the love of God? Wird euch Ehe von der Liebe Gottes trennen? The love of God is big. Die Liebe Gottes ist groß. You see, today the problem in town is the COVID. Ihr seht, heute ist das Problem in der Stadt COVID. A lot of people have lose their faith. Viele Menschen haben ihren Glauben verloren. But I tell you this morning. Aber ich sage euch heute Morgen. The Bible says, "Greater is He that is in me than he that is in the world." Die Bibel sagt, größer ist der in mir ist, als der in der Welt. If you are convinced, wenn du überzeugt bist, that you have a God, dass du einen Gott hast, you will not be afraid of the COVID. Dann wirst du keine Angst vor Covid haben. Here in Deutschland we have it all for almost 1 year. In Deutschland ist es jetzt ungefähr ein Jahr.
God have sustained us up to this very point. Gott hat uns bis zum heutigen Tag durchgetragen. God have kept us alive to this very point. Er hat uns bis heute lebendig erhalten. And I believe he's able to do it until the end. Und ich glaube, dass er uns bis zum Ende weiter durchträgt. My brothers, I will encourage you to think this way. Ich, meine Geschwister, ich will euch ermutigen, diesen Weg zu gehen. Like the three Hebrew children. Wie die drei hebräischen Kinder. They go to Nebuchadnezzar. Sie sind zu Nebukadnezar gegangen. They said, "Hear it like this." So, Nebukadnezar, so schaut's aus. If our God deliver us out of your hand. Wenn unser Gott uns erretten sollte aus dem Feuerofen. Good, no problem. Gut, sehr gut ist es. If he doesn't deliver us out of your hand, wenn er uns nicht aus deiner Hand rettet, o König, good, still we will not bow down. Gut, wir werden uns trotzdem nicht vor deinem Standbild beugen. They are being convinced of what they have. They are being convinced, ja, of life ahead. Sie waren überzeugt von dem Leben, was sie hatten, von dem Leben in Gott, das vor ihnen liegt. Because they know they have the conviction, even if they died in the fire. Sie hatten die Überzeugung, sogar wenn sie im Feuer sterben würden. They have a better home to go. Sie haben ein besseres Zuhause, wo sie hingehen würden. Christ said, I will go and prepare a place for you. Christus sagt, ich werde gehen und euch Wohnungen vorbereiten. That where I am, there you might be also. Das, wo ich bin, dass ihr auch dort sein werdet. The COVID is real. Das Covid ist real. You can do all the work you want to do. It's a spiritual battle. Du kannst tun alles, was die Welt verlangt, dass du tust. Es ist ein geistlicher Kampf. The people that have it is not because they are careless. The people that have the COVID is not because they are careless. Careless is not good of the past. Okay, er sagt, die Menschen, die Covid haben, das ist nicht, dass sie nicht auf gut gepasst oder nicht auf gut gepasst. Dass sie nicht aufgepasst haben. Exactly. Sorry. It's just happened like that. Es ist einfach so passiert. They keep the social distance. Sie haben diese Social Distance, diesen Abstand gehalten. They have their masks. Sie haben ihre Masken aufgesetzt. But trotzdem. Aber trotzdem. They receive it. Sie haben es bekommen. It's not a thing when you get it. Es ist nicht gleich, wenn du es bekommst. It's not because you don't have faith when you get it. Es ist nicht, dass du keinen Glauben hast, wenn du es But bekommst. You should know within your mind, aber du sollst wissen in deinem Sinn, your God is able to deliver you. Dein Gott ist fähig, dich zu erlösen. And he will deliver us in Jesus' name. Und er wird uns erlösen im Namen Jesus. We have brothers and sisters that have received it before. Wir haben Brüder und Schwestern, die schon empfangen haben. We have families that have it. Wir haben Familien, die es schon haben. But God have delivered them. Aber Gott hat sie erlöst, befreit. Do you know the believers today? Wisst ihr die Gläubigen heute? If the time we spend in Corona, speaking about Corona, wenn die Zeit, in der wir über Corona sprechen, half of it, if we use it to pray and evangelize, wenn wir nur die Hälfte davon nutzen würden zu beten und evangelisieren, things will change in our environment. Die Dinge würden sich verändern in unserer Umgebung. Every day we speak about negative things. Jeden Tag sprechen wir das Negative. We fail to declare the word of God to the wir people. Scheitern daran, das Wort Gottes in die Situation hineinzusprechen. We are not ashamed to proclaim negative things. We are not ashamed to proclaim wir, Corona. Wir schämen uns nicht, das Negative auszusprechen. But we are ashamed, how will my neighbor feel if I tell him I love Christ? Aber wir schämen uns, wenn wir unseren Nachbarn sagen würden über But die Liebe Christi. But we are not ashamed to tell my brother about Corona. Wir sind nicht geschämt, wenn wir unserem Bruder über Corona erzählen. We have to change our attitude as a Christian. Wir müssen unsere Einstellung als Christen verändern. We have to spend more time in prayer. Wir müssen mehr Zeit im Gebet verbringen. Thank God for the testimony of our brother. Sei Gott für das Zeugnis unseres Bruders. I think he wanted to refer to Paul. Pardon? I think he wanted to refer to Paul, apostles. Also, er wollte gemäß Philipper sich auf Apostel Paulus beziehen. When Paul said, "For me to live is for Christ." Als Paulus sagte, für mich zu leben ist Christus. For me to die is great gain. Aber wenn ich sterbe, ist es für mich ein Gewinn. He saw the vision. Er sah diese Vision. If you have Corona, wenn du Corona hast, God will heal you. Gott wird dich heilen. If God doesn't heal you, wenn Gott dich nicht heilt, you die in Corona. Du stirbst an Corona. You go to heaven. Gehst du in den Himmel. You are free from problem. Du hast keine Probleme. Why are we worried?
Warum machen wir uns Sorgen? Why are we afraid? Warum haben wir Angst? We've lost the focus. Wir haben den Fokus verloren. I came from Africa. Ich kam aus Afrika. I have seen documentaries. Ich habe Dokumentationen gesehen. Where the people, because of poverty, wo die Menschen wegen Armut, because of food, what they will drink and eat, weil sie nichts zum Trinken und Essen hatten. They go through a sea. They go through the sea. Sie gehen durch das Meer. So that they could be able to come to Europe. Sie gehen über das Meer, dass sie fähig sind, nach Europa zu gehen. Why? Because they are convinced when we come to Europe. Sie sind überzeugt, ja, wenn wir nach Europa kommen, we will have a better life. Dann geht's uns besser. No wonder the scriptures say that the people of the world are more intelligent, my people. Die Schrift sagt nicht umsonst, die Menschen der Welt sind intelligenter als mein Volk. They have a strong conviction. Sie haben eine starke Überzeugung. They put their life into it. Sie legen ihr Leben aufs Spiel. If I die, let me die. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. If I live, I will survive. Aber wenn ich lebe, dann werde ich überleben. And Christ is putting such a challenge for us. Und Christus legt uns diese Herausforderung vor. Where are your commitment? Wo ist deine Hingabe? The devil have come up with the spirit of fear. Der Teufel ist mit dem Geist der Furcht reingekommen. With the spirit of panic. Mit dem Geist der Panik. Every little thing we are afraid and panic. Und über jedes kleine Ding haben wir Angst oder Panik. There was an incident that happened to me last year. Letztes Jahr ist mir ein Vorfall passiert. I didn't even speak about it. Pardon? I didn't talk about it. Er hat's bisher noch nicht erwähnt. I happen to work with fruits and vegetable company. Pardon you. What? I happen to work with fruits and vegetable. Fruits and vegetable. Okay. Obst und Gemüse. Ja, er hat Obst und Gemüse gegessen? No. I work with them. Okay. You work. Ich arbeite bei Obst und Gemüsefirma. Okay, er arbeitet bei einer Gemüsefirma Obst und Gemüse. Ach so, worked. Ja, okay. Ja. Sorry. Okay. Praise God. Entschuldigung. Also, er arbeitet bei einer Obst- und Gemüsefirma. Exactly. So, there was one day I decided to drive out to visit my customers to supply. Ja, eines Tages ist er eben rausgefahren, um seine Empfänger, die seine die was abkaufen, sozusagen besuchen. To liefer. Die to beliefern, deliver. Die Kunden hat er beliefert, genau. And we have a Sprinter bus. Sie haben einen Sprinter, Mercedes Sprinter Bus. It was installed with cold room. Pardon? It was installation. It has installation because it's cold inside. Ja, also es ist sozusagen ein Gefriertransporter mit so Isolation innen. Yeah. And at the back of this transport, the transporter, und at the back of the transporter inside, when you are inside. Ja, also innen in dem Transporter auf der Rückseite. There is where you can open the door. Da kannst du die Türen öffnen. But at this particular time, the transporter door is bad. Is bad? It's bad, it's kaputt. Ah, okay. Also zu dieser Zeitpunkt war diese Öffnung praktisch von der Rücktür war kaputt. Then I was a little bit in a hurry. I just rushed and delivered my customers. Also ich war ein bisschen in Eile, ich habe meine Kunden beliefert. And I forget the Lieferschein. Und ich habe den Lieferschein in vergessen. In the truck. I said, I have to take my Lieferschein. Oh, ich muss den Lieferschein noch holen. I ran in and the door closed. Oh, ich bin in den Kühltransporter rein und die Tür ist verschlossen. And I was inside. Und ich war innen versperrt. And this was back of the company. Und das back of the company. Back of the company. Das war am Rückseite der Firma. Nobody comes there. Keiner kommt dort vorbei. And the first thing that comes to me, I try to knock. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ich versuche. And I shout, Hefe, Hefe. Zu klopfen, ich schreie Hilfe, Hilfe. And something tell me you are exhausting your energy. Und who is telling you? Something in me tell me you are exhausting your energy. Eine innere Stimme sagte mir, du verschwendest deine Energie. Stop wasting your energy. Hör auf, deine Energie sinnlos zu verschwenden. Then I decided to take a break also. Ich habe erstmal eine Pause genommen. And at that particular point. Zu diesem Punkt. Something said, pray if this is your last day, ask for forgiveness and give your life to Christ once more. Etwas in mir kam hoch, ja, bete. Wenn dies jetzt dein letzter Tag ist, dann schau mal, hast du noch was, wo du um Vergebung fragst, bekenne deine Sünden und bete. Pray that your soul, when you die, will be accepted in heaven. Ja, bete, dass deine Seele, wenn du jetzt stirbst, im Himmel angenommen wird. I did not even pray for God to send me someone to deliver me. Ich habe nicht mal gebetet, dass Gott mir jemand schickt, der But mich befreit. God is a merciful God. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. After about 30 minutes, nach 30 Minuten, a lady comes
kam eine Frau. And she just opened the door. Sie hat mich befreit, sie hat geöffnet. I feel she saw the bus through Obavacon camera and the bus has standing for about 30 minutes, nothing happened and she take a look. Also ich denke, sie hat den Bus so gesehen in der Sicherheitskamera, dass er seit 30 Minuten dort steht und nichts passiert und dann wollte sie ihm einfach mal nachschauen. But for her to come wasn't incidental. Aber dass sie gekommen ist, das war nicht zufällig. For her to take a look at the camera and observe something, it is the so, grace of God. Gerade in dem Moment auf die Kamera schaut und es beobachtet, das war in die Gnade Gottes. If it is not your time, wenn es nicht deine Zeit ist, nothing will happen to you. Nichts wird dir passieren. Irrespective of Corona. Egal ob Corona. Amen. 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 Finally we see. Schlussendlich sehen wir. Back to our text. Back to our text. Durch unseren Text. Zurück zu unserem Text. Yeah. John chapter 6, now we look at 68 and 69. So, jetzt schauen wir uns mal Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 68 und 69. Our brother will read for us again. Ich lese es euch nochmal vor. Vers 68. Simon Petrus antwortete zu ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. And Peter said, und Petrus sagte, to whom shall we go? Zu wem sollten wir gehen? Are you ready to answer like Peter this morning? Seid ihr bereit, die Frage Jesus, so zu antworten, wie Petrus es getan hat? The question is coming before you. Die Frage wird euch, vor euch aufkommen. A lot of things are going on. We are in the last time. Viele Dinge gehen jetzt vor sich. Wir sind in der letzten Zeit. Although some might sit down and think, this last time I hear it over and over. Aber manche denken jetzt, ja, dies über die letzte Zeit, das habe ich schon so oft gehört. My forefathers were saying it. Ja, meine Vorväter haben das damals schon gesagt. Christ will come, Christ will come. Ja, Christus wird kommen, er wird wiederkommen. But when will he come? Aber wann wird er jetzt kommen? It will come. Es wird kommen. I believe you are sure, you know he will come. Also, ich glaube, ihr seid sicher, ihr wisst, wann er kommt. But if you are not very sure, I will help you out this morning. Aber wenn ihr nicht sicher seid, dann werde ich euch helfen heute Morgen. One aspect of it. Pardon? One aspect of it. Ein Aspekt von diesem Thema. People died every day. Menschen sterben jeden Tag. The Bible said there is no repentance in the grave. Die Bibel sagt, es gibt no repentance in the grave. Keine Bekehrung im Grab gibt's mehr, wenn man tot ist. So, if Christ is not coming to meet you, wenn Christus dir nicht begegnet, if he delays his coming, wenn er seine Wiederkunft verspätet, but you are going to meet him, it's not being delayed. Aber wenn du ihn triffst, dann ist es nicht verspätet. A day will come, an dem Tag, wo er kommen wird, where we will be here no more. Where death will knock at our door. Where death will knock at our door. Where someone will die. Sorry, I'm out. A day will come where we have to die. Ein Tag wird kommen, wo wir sterben müssen. Where will you be? Wo wirst du sein? What will you say before God? Was wirst du Gott dann antworten? Where will you spend your eternity? Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Another aspect of it is this. Ein weiterer Aspekt dieses Themas. If you think it's taking a long time. Wenn du denkst, ja, das dauert jetzt schon so lang. If you think it might not be real. Pardon? If you think it might not be real, it is not true. Wenn du denkst, ja, das Ganze mit der Wiederkunft Jesu, das ist gar nicht wahr. Take a moment and think about this. Nimm dir mal einen Moment und denk mal drüber nach. The death of Christ on the cross. Der Tod Christi am Kreuz. I think Christ, the Father, they are not stupid. Pardon? Christ and the Father, they are not stupid. Ich denke, Jesus und der Vater, sie sind nicht dumm. Nobody can afford a sacrifice that is worthless. Keiner kann sich ein Opfer machen, das wertlos ist. Sie haben es nicht umsonst gemacht. Exactly. Christ did not die on the cross just like that. Er ist nicht am Kreuz gestorben sinnlos. He saw the benefit that we, when we repent of our sin, we will spend eternity with him.
er sah den Nutzen, den wir haben, wenn wir unsere Vergebung, unsere Sünden um Vergebung bitten, dann können wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. That is why he is sure and he is convinced. That is why he goes through that pain. Deswegen ist er sicher und überzeugt, deswegen hat er diesen Schmerz ertragen. Have you ever considered how terrible it was for him to go to the cross? Habt ihr euch jemals darüber betrachtet, wie schrecklich es für ihn war, ans Kreuz zu gehen? The Bible said he prayed many times. Die Bibel sagte, er betete oftmals. I think at the point he never wanted to do that. Er wollte es im Garten Gethsemane, er wollte es eigentlich gar nicht tun. And at the end he said, Father, let your will be done. Am Ende sagte er, Vater, dein Wille geschehe. That is the assurance I have in me. Das ist die Sicherheit, die ich in mir habe. For him to go that far. Dass er so weit diesen Preis bezahlte. There must be something behind it. Da muss doch etwas dahinter stehen. If not, he wouldn't have done that. Wenn es nichts dahinter stehen würde, dann wäre er nicht ans Kreuz gegangen. The Bible says in the Luke of chapter 9 verse 62 lastly. Lukas 9:62. Sorry. He said, if he that put his hand on the plow. Er sagte, niemand der seine Hand an den Pflug legt. And look back his feet for the kingdom of God. Und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. My brothers and my sisters, it's a call for consecration. Meine Geschwister, es ist ein Ruf nach Heiligung. We've spoken about repentance. Wir haben über Buße geredet. We've spoken about accepting Christ. Wir haben darüber gesprochen, Jesus anzunehmen. We've spoken about forgiveness. Wir haben über Vergebung gesprochen. Even in our secular walk. Sogar in unserem säkularen Wandel. Before our boss could terminate our appointment. Sogar wenn unser Boss unseren Arbeitsvertrag oder unsere Besprechung absagt. He gave us warning. Er warnt uns vorher, bevor er uns rausschmeißt. You have first Abmahnung. Du hast erste Mahnung. You have second one. Du hast die zweite Mahnung. You have third one. Du hast die dritte Mahnung. Why, if our boss could easily forgive us, why can't we forgive also ourselves? Wenn unser Boss, unser Chef uns leicht vergeben kann, wieso können wir uns nicht selbst vergeben? And this warning should be, these three warnings should be on a particular issue. Und diese drei Warnungen sollten auf einem bestimmten Vorfall sein. It's not over different problems. Es ist nicht über different problems. Different, ja, verschiedene Probleme. Yeah, it should be one. If you are offending one three times before he said, okay, you can quit and walk another place. Okay, es sollte nicht beim ersten Mal sein, sondern dreimal. Yeah. Nach dreimal kannst du sagen, okay, und an einen anderen Ort gehen. And we Christians, we find it difficult. Someone offend you once and you go. Und wir Christen, wir finden das schwierig, wenn einmal jemand einen Anstoß bei dir erregt, dann gehst du. The Bible said, if I hit my friend or hit my brother on one cheek, he should turn to the other one. Die Bibel sagt, wenn ich meinen Bruder oder meinen Freund auf die eine Backe schlage, dann soll ich ihm die andere noch, soll er mir die andere noch, die andere soll mir noch hindrehen. That is the kind of love Christ expects from us. Das ist die Art von Liebe, die Christus von uns erwartet. We've heard about steadfastness. Wir hatten über Beständigkeit gehört. We heard about selfishness. Wir hatten über Eigennützigkeit gehört. I will encourage us to go to the Lord in prayer. Ich ermutige uns, dass wir zum Herrn im Gebet gehen. I don't know who this message is meant for. Ich weiß nicht, für wem diese Botschaft jetzt war. But I believe God is doing a great thing for us today. Aber ich glaube, dass Gott Großes für uns heute macht. Let us stand up and go to the Lord in prayer. Lass uns aufstehen und zum Herrn im Gebet gehen. Or just close your eye when you like. You can sit down or you like. Wir können stehen oder sitzen oder die Augen schließen, wenn ihr möchtet. And commit yourself to the hand of God. Und euch der Hand des Herrn hingeben. Ask him for forgiveness. Bittet ihn um Vergebung. Give your life to Christ if you've not. Gebt euer Leben Christus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ask him to take you, to guide you through. Und bittet euch, euch durchzuführen. Vater, hab Dank. Dank, dass du uns immer wieder anrührst durch dein Wort. Danke, Vater, dass auch wir, die schon lange mit dir gehen, Herr, dass wir immer wieder reflektieren dürfen, wo stehen wir, wie geht es uns? Wie geht es uns im
mit unseren Mitmenschen, wie geht es uns mit dir? Danke, Vater, da wo wir immer wieder zu dir laufen dürfen. Herr, wir bitten dich um Vergebung, da wo wir ja, den Splitter in des Bruders Auge sehen, Herr, und selber haben wir Balken in den Augen. Vater, wir bitten dich da wo wir ein Anstoß sind für andere, dass du uns hilfst, immer wieder nachzugehen und zu vergeben. Vergebung zu empfangen und selbst zu vergeben. Danke für das Vater unser, Herr, das uns immer wieder ermahnt, dass es sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater, aber da, wo uns andere verletzt haben, bitten wir dich, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie gnädig du uns selbst bist. Und Vater, dass wir bei den anderen nicht anfangen aufzuzählen. Vater, immer wieder im Herzen, wo jemand zu mir mal gesagt hat, wir dürfen nicht den Aufzähler auf den Leim gehen. Nicht immer wieder das Alte hervorkauen, nochmal auffrischen, was vielleicht schon lange vergeben ist und doch immer noch irgendwo schlummert. Danke, Vater, für das Wort, das wir jetzt hören durften. Und danke, Herr, dass du uns immer wieder berührst, ganz neu. Herr, zuerst auf uns zu schauen und dann erst auf den Nächsten. Danke, dass du ein Beispiel gegeben hast mit der Feindesliebe. Herr, wie schwierig ist es oft mit uns, für den Nächsten. Danke, Herr, dass du uns vergeben hast, alle Schuld, Herr. Und danke, dass wir uns das immer wieder neu in unser Gedächtnis, in unser Herz, in unsere Gedanken hineinrufen dürfen, dass wir 7x70 vergeben sollen. Danke, Vater, für den Moment, Herr, da wo du Menschen ansprichst und kann jetzt einfach nur hier an dieser Stelle sagen, wer angesprochen ist, sein Leben für Jesus zu geben, der darf jetzt einfach im Anschluss am Ende des Gottesdienstes einfach zu Elisabeth und zu mir kommen. Danke, Vater, für all das, was du hineinlegst in unser Leben, Herr, und dass du es wunderbar gemacht hast, dass es schön ist, so zu leben. Und danke, Herr, dass wir wissen, dass unser Leben in deiner Hand ist. Amen.